Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowbaka, hier geht's weiter mit Through the Darkest of Times. Wir sind am 14. Juni 36 und unser Ziel ist nach wie vor, diese Bombe hier zu platzieren bei der Eröffnung der Olympischen Spiele. Und ich glaube, diesmal müssen wir, also nach den Erfahrungen von 33, dem ersten Kapitel, müssen wir jetzt hier ganz genau aufpassen, dass wir das auch hinkriegen. Also, wir können hier die Bombe bauen. Dafür brauchen wir 3 Sprengstoffe. Wir haben bisher einen. Wir kriegen hier noch einen über die Fabrik. Das heißt, das müssten wir mal freischalten und dazu müssten wir Flugblätter verteilen. Und wir müssen hier oben in den Steinbruch, um dann hier nochmal Sprengstoff zu stehlen. Und dafür müssen wir Bücher verbreiten. Das heißt, wir haben Papier, wir haben Informationen, aber wir haben noch keine Flugblätter. Das heißt, wir müssen unbedingt Flugblätter schreiben, zum einen, um die dann zu verteilen, um dann hier reinzukommen. Und wir müssen uns irgendwie Bücher besorgen. Und das geht hier zum Beispiel. Bücher schmuggeln ist hier mit Gefahrenstufe niedrig. Hier ist auch Bücher schmuggeln mit Gefahrenstufe normal. Wir scheinen in Wilmersdorf das besser kriegen zu können als in Köpenick. Und deswegen schauen wir da mal rein. Gesine Beer hat Kontakt zu einer Widerstandsgruppe im Ausland, die uns Bücher liefern kann, die in Deutschland verboten sind. Genau, das bräuchten wir. Jetzt müssen wir mal schauen. Es kostet 40 Mark. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Wer kann das am besten? Wir brauchen Geheimhaltung und Allgemeinwissen. Allgemeinwissen ist natürlich Richard Nix, unser Topmann. Allerdings ist er auch auf einer Verfolgungsstufe von 2 Punkten hier. Was haben wir noch? Geheimhaltung hier. 4 und 2, 3 und 2. Ja. Nehmen wir mal Jürgen Schmidt dazu. Dann sieht es sehr gut aus. Es ist auch hilfreich, dass er ruhig ist. So, und die Gefahrenstufe mit dem Fahrrad nochmal runterdrücken. Das wäre es vielleicht. Noch einmal gucken, ob das mit den beiden besser wäre. Die Gefahrenstufe ein bisschen, obwohl gar nicht so. Also das scheint am besten zu sein. Richard Nix und Jürgen Schmidt gehen dahin, schmuggeln Bücher und kriegen 3 bis 4. Und das sollte dann reichen, um diese Bücher auch zu verbreiten. Ich glaube, da brauchen wir 3. Also, das machen wir als erstes, zielstrebig zur Bombe hinarbeitend. Dann brauchen wir... Ach so, Flugblätter. Ach, das muss ja auch eigentlich Richard Nix machen. Schauen wir mal. Hier bräuchten wir Propaganda und Allgemeinwissen. Wenn wir da jetzt Christa und Wolf hinstecken. Da ist hilfreich, dass er eloquent ist. Wir sollten 2 bis 3 schaffen. Das macht nur 2. Das auch 2 bis 3. Da haben wir 3. Gefahrenstufe ist auch nicht ohne. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Was würde denn das heißen? Das hieße, wir hätten noch 45 Mark und hätten dann aber die Flugblätter und Bücher. Naja, ich glaube, also um zielstrebig weiterzugehen, um das innerhalb dieser 9 Wochen zu schaffen, denn wir brauchen ja dann auch, also wenn wir jetzt in dieser Woche das machen, wenn wir dann einmal Flugblätter verteilen und Bücher verbreiten, dann haben wir schon nur noch, das ist dann die Woche 8, dann haben wir noch 7, dann müssen wir da einmal rein, 6, da einmal rein, 5, dann müssen wir die bauen, 4, also das ist ganz schön eng. Also wir sollten uns zügig daran machen und jetzt hoffen, dass der Verfolgungsgrad nicht weiter steigt. Aber so würde ich das jetzt hier mal angehen. 3 Unterstützer verloren, trotzdem 16 Mark nochmal gespendet bei 54 und es geht nach Kreuzberg zum Flugblätterschreiben. Georg Waldmann schreibt und produziert die ganze Nacht Flugblätter. Ach Mann, es gibt Zeugen. Ja, durchziehen eigentlich, aber gut, wir verstecken uns mal. Augenzeuge geht wieder. 2 nur, ach verdammt. Er produziert nur eine geringe Menge. Dann schauen wir, wie es bei den Büchern aussieht.
Jürgen Schmidt ist ins nahe Ausland gereist, um aufklärerische Bücher, die im Reich verboten sind, zu besorgen, nach Berlin zu schmuggeln. Er ist erfolgreich und kehrt mit den illegalen Schriften nach Hause zurück. 3 Bücherpakete. Das hat funktioniert. Moral minus 1, Unterstützer minus 3. 21. Juni. Himmler wird zum Chef der deutschen Polizei ernannt. Der Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, wird zum Chef der deutschen Polizei ernannt. 23 Antifaschisten zu Gefängnis verurteilt. 23 Antifaschisten wurden von einem Berliner Gericht wegen Hochverrats zu Gefängnis verurteilt. Die Angeklagten sollen die Propaganda der Kopenhagener SPD in das Deutsche Reich geschmuggelt haben. Ja, das ist schön, dass diese Nachricht kommt, kurz nachdem wir auch was geschmuggelt haben. Holen Sie sich jetzt Ihre Eintrittskarte für die Sommerspiele. Letzte Chance, Ihr Ticket für die Olympischen Spiele zu bekommen. Der Verkauf endet diese Woche. Gegen Ende unseres Treffens berichtet Jürgen Schmidt von einer Begegnung mit Touristen in der Stadt. 2 Damen aus England haben den Berliner Dom bewundert und ich war nah genug, um sie zu belauschen. Ja, dass sie aus England kommen, hat man vielleicht vom Englisch her. Na, haben sie etwas über die Nazis gesagt, frage ich mal. Langsam, darauf will ich hinaus. Jürgen holt eine Zigarette heraus und zündet sie an. Sie sagten, oh, alles ist so schön und wir haben all diese schrecklichen Dinge über die Verfolgung und Ermordung von Juden gehört. Offensichtlich ist nichts davon wahr. Hast du was dazu gesagt? Oh, glaub mir, ich hätte sie fast unterbrochen. Aber ich konnte einen Polizisten in der Nähe sehen. Das Risiko war zu groß, deshalb bin ich einfach gegangen. Ja, das war gut so. Wir wollen nicht, dass die Polizei weiß, wer du bist, sage ich. So, wie wirkt sich das? Ah, gut, Verfolgungsgrad ist nicht gestiegen. Das ist gut. Und Christa Hoffmann kriegt einen Stufenaufstieg. Da müssen wir jetzt allerdings mal gucken. Jetzt gucken wir erstmal, was wir machen können, bevor wir schauen, was wir bei ihr erhöhen. Vielleicht brauchen wir hier irgendwas. Also, die Anzahl der Flugblätter reicht nicht aus, wahrscheinlich, um hier Flugblätter zu verteilen. Wir brauchen 3, wir haben nur 2 geschrieben. Und wir können hier... Ach, jetzt haben wir kein Papier mehr. Jetzt haben wir also auch nicht genug Papier, um weitere Flugblätter zu schreiben. Das heißt, wir müssen Papier kaufen. Zum einen Empathie und Allgemeinwissen braucht man dazu. Das ist momentan ja bei Christa am besten. Okay, wir müssen jetzt kurz schauen. Also angenommen, Christa macht das. 3-3. Wir müssen mal gucken, ob wir noch was anderes brauchen. Papier kaufen kostet uns halt dann noch eine Woche. Dann können wir hier versuchen, diese Bücher zu verbreiten, um dann in den Steinbruch zu kommen. Gefahrenstufe hoch. Die Bibliothekarin Stefanie Kuhn kennt Leute, die sich für unsere Bücher interessieren und bietet Hilfe beim Verteilen an. Wir brauchen Geheimhaltung und Allgemeinwissen. Ja, das ist wieder eigentlich Richard Nix, wobei wir schicken mal... Eieiei. Eieieiei. Das ist krass. Den mal austauschen für die eine Gefahrenstufe runter. Ja, aber wir müssen. Da gibt's, da führt kein Weg dran vorbei, glaube ich. Und es scheint so am besten zu sein. 3-2, 4-2, 2-2. Wenn wir den nochmal austauschen. Ja, da steigt der Gefahrenlevel, weil der Verfolgungsgrad höher ist. Hilfreich ist der Akademiker. Ja, wir müssen das machen. Und wir müssen das letztlich sogar durchziehen. So, das würde dann heißen, Christa Hoffmann kauft Papier. Und das würde heißen, Georg Waldmann geht Spenden sammeln. Und zwar wieder, wenn er denn kann. Nee, kann er nicht. Also nicht gut. Dann muss er das in Kreuzberg machen, da ist der Anarchist hilfreich, genau. Spenden sammeln in Kreuzberg bringt nochmal so 20 ungefähr. Heieiei, das wird eng. Es wird eng, es wird eng. So, Christa Hoffmann.
Was brauchen wir denn noch? Wir haben Geheimhaltung. Wir könnten bei ihr natürlich die Geheimhaltung, weil die bei 1 liegt, einfach einen nach oben packen. Was brauchen wir bei solchen Sachen hier? Auch Geheimhaltung, Stärke, weil sie hat Stärke 3. Damit ist sie stärker als viele andere. Aber Geheimhaltung ist halt echt mies. Ich glaube, Geheimhaltung ist nicht schlecht. Auch wenn wir natürlich Stärke 4. Aber gut, wenn die Geheimhaltung schwach ist, dann wir müssen vorsichtig und unauffällig vorangehen. Das ist, da gibt es keine andere Möglichkeit. Würde ich jetzt mal sagen. So, und du gehst jetzt hier Papier kaufen. 2 bis 3. Kostet uns 20, bleiben uns 41. Ich glaube, das ist so zielgerichtet, wie es geht. Und wir müssen hoffen, dass dieses Bücherverteilen klappt. Weil wenn das nicht klappt, dann müssten wir nochmal Bücher besorgen. Nochmal Bücher schmuggeln, dann wieder verbreiten. Dann wird es wirklich zu eng. Hoffen wir mal. Wieder 3 Unterstützer verloren, 15 Mark noch durch die 51. Es geht erstmal ans Spendensammeln in Kreuzberg von Georg Waldmann. Das läuft ohne Probleme. 20 dazu. Bücher verbreiten in Weißensee. Ich warte erst, ob irgendwas passiert. Ne, es passiert nichts. Jürgen Schmidt verteilt illegale Bücher an Interessenten in Weißensee. Viele Menschen freuen sich, endlich etwas anderes zu lesen als die Propaganda, die jetzt die Nachrichten füllt. Die Bücher kommen rasend schnell in Umlauf. 20 Unterstützer dazu, das ist auch super. Und wir wurden nicht gesehen, es ist nichts passiert. Großartig. So, und Christa Hoffmann kauft Papier in Kreuzberg. Jetzt habe ich den anderen Text gar nicht gelesen, weil ich so glücklich war. Das ist, naja, gut. So, 3-mal Papier dazu. 17 Unterstützer dazu. 1 Moralpunkt verloren. Das schaffen wir noch mit der Moral. So, 28. Juni 36. Opel entlässt streikende Arbeiter. Die Unternehmensleitung der Opel-Werke in Rüsselsheim reagiert auf Streiks aufgrund von Lohnkürzungen und setzt die streikenden Arbeiter auf die Straße. Ja, da haben wir es heute etwas besser, dann doch. Gestapo verhaftet 800 Antifaschisten in Berlin. Als Präventivmaßnahme verhaftet die Gestapo 800 Antifaschisten, damit die Olympischen Spiele nicht durch politische Aktionen des Widerstands gestört werden. Und Gründgens heiratet Hoppe. Der berühmte Schauspieler Gustav Gründgens heiratet die ebenso berühmte Schauspielerin Marianne Hoppe in Berlin. Gustav Gründgens hat den Mephisto gespielt. Oder hat er den Faust gespielt? Oh Gott. Jetzt bin ich falsch, auf jeden Fall ist das auch eine ganz interessante Geschichte. Den Namen kann man mal googeln. Auch da gibt es spannende Hintergrundinfos über ihn in der Zeit, in der Nazizeit. So, und die Aufgabe von Künstlern in so einem System. So, während unseres Treffens ist Richard Nix wütend. Grund ist ein Abendessen mit seinen Eltern. Sie hatten einen Freund eingeladen, der Mitglied der Nazi-Partei ist. Du hast dich nicht mit ihm angelegt, oder? Nein, nein, ich werde meine Tarnung nicht so schnell auffliegen lassen, sagt er. Dieser Kerl war wütend darüber, dass das Regime weich geworden sei. Er regte sich darüber auf, dass sie die antisemitischen Plakate entfernt haben. Er vertrat die Ansicht, die NSDAP solle zu dem zurückkehren, was sie gut könne, nämlich Deutschland wieder großartig zu machen. Woran erinnert uns der Satz, Deutschland wieder großartig zu machen? Ja, make America great again. Aber gut. Er wird seinen Willen bekommen. Die sind überall unter uns. Ja, er wird seinen Willen leider bekommen. Die werden schon bald zu dem zurückkehren, was er sich wünscht. Wir dürfen nicht vergessen, die Lage sieht vielleicht nach außen hin besser aus, aber die wahre Bedrohung lauert weiterhin direkt unter der Oberfläche, sage ich. So. So all diese Sachen. Was ist das? Ja, ja, den Informationen, den britischen Geheimdienst können wir informieren, einen ausländischen Journalisten informieren. Und hier in die Villa einbrechen. Das sind alles Sachen, die höchst gefährlich sind und eigentlich ja sehr gut. Aber sie gehören nicht zum Plan, diese Bombe
zulegen und damit sind sie nicht Priorität. Wir müssen das hier schaffen. Wir haben Papier. Das heißt, Richard Nix schreibt jetzt alleine noch ein paar Blätter. 2 bis 3 können es werden. Wir brauchen ja nur 1, um diese Flugblätter fertig zu kriegen. Dann werden wir versuchen, wie viel Geld haben wir? 76. In diesen Steinbruch in Weißen See einzubrechen. Dazu brauchen wir Geheimhaltung und Stärke. Das wäre dann Aufgabe für Jürgen Schmidt und Christa Hoffmann. Genau. Sollen wir denen das Fahrrad noch mitgeben? Können wir erstmal mal machen. Was können wir noch machen, was uns helfen könnte? Also wir können natürlich weiter Spenden sammeln. Flugblätter verteilen, das kostet uns aber alles nichts. Wie kommen wir denn dahin? Ich hoffe, dass das mit einer Bombe dann auch freigeschaltet wird. Also wir könnten jetzt sagen, Wolf Kohl und Georg Waldmann tauchen noch einfach einmal unter. Oder, Moment, wenn Wolf Kohl hier, das klappt nicht so gut, Georg Waldmann kann das auch nicht. Wenn wir Wolf Kohl doch noch einmal Spenden sammeln lassen, das geht allerdings eigentlich, obwohl hier geht es gar nicht so schlecht, obwohl er als Kommunist und Arbeiter hier nicht den besten Stand hat. Aber ich glaube, wir können das tatsächlich auch in Kreuzberg noch besser machen. Genau, da kriegt er bis zu 26 und da hilft es wiederum. Also wir könnten Wolf Kohl nochmal Spenden sammeln lassen und dann tatsächlich Georg Waldmann einfach untertauchen lassen. Wobei das uns dann auch das Restgeld kostet, ne? 30. Informationen können wir hier auch kaufen. Was machen wir mit Georg Waldmann? So, 6, 5 könnte alles noch klappen. Wir dürfen halt nur nie in irgendeiner Form, ja, das ist doof, in irgendeiner Form unser Ziel hier aus den Augen verlieren und wir dürfen halt nicht zu viel Punkte da verlieren. 30 Mark, machen wir das, wir sammeln nochmal 30, wir brauchen eigentlich für was anderes kein Geld und es verringert die Gefahr. Ich würde das tatsächlich mal machen. Oder, nee, halt, wir machen es anders. Wir probieren nochmal mehr Unterstützer dazu zu bekommen. 1 bis 3, aber überall nur. Was bringen denn Medikamente eigentlich? Materialien zur Behandlung von Wunden, Verletzungen, Infektionen und Alltagskrankheiten. Kann auf Mitglieder verwendet werden. Haben wir bisher nicht gehabt. Das wird wahrscheinlich dann im nächsten Kapitel umso wichtiger werden. Komm, dann treffen wir nochmal einen Freund in Reinickendorf. Und schauen mal, ob es hier noch ein paar Unterstützer gibt. Oder vielleicht sogar noch ein paar Optionen, andere Sachen zu machen. Okay, nächste Woche. 4 verloren, 67 haben wir, 20 Mark wurden auch gespendet, das ist doch super. Dann geht es als erstes zum Freund in Reinickendorf. Georg Waldmann trifft sich mit einer Freundin und versucht, okay, das ist mir jetzt nichts wie weg. Es ist mir jetzt nicht so wichtig, wenn wir, die Mission musste abgebrochen werden, das ist in Ordnung, die 3 Unterstützer. Die Hauptsache ist, dass unser Verfolgungsgrad nicht noch mehr steigt. Diesmal wird Richard Nix beim Schreiben der Flugblätter nicht gestört, schafft wieder 2, diesmal alleine. Sehr gut, damit haben wir genug, um sie zu verteilen. Wolf Kohl besucht die treuen Unterstützer unter den Arbeitern in Kreuzberg und bringt nochmal 24 Mark mit nach Hause. Auch das ist super und jetzt kommt der wichtige Einbruch zum Steinbruch in Weißen See. Gaunerin weiß, wo man die Art von Dingen bekommt, die schwer zu bekommen sind. Ah, es scheint eine neue, findet eine Stelle, an der man durchkommen könnte. Okay, ohne von den Wächtern gesehen zu werden. Und wir haben scheinbar noch eine neue Karte, eine neue
Aktion, die wir machen können. So, 4 Unterstützer verloren. 3 Moralpunkte verloren. Die Hindenburg erreicht New York in Rekordzeit. Für die Strecke Frankfurt am Main, New York benötigt sie 51 Stunden und 29 Minuten. Ja, das ist doch fix. So, Konferenz in Genf entscheidet über Flüchtlinge aus Deutschland. Auf einer Konferenz zu Flüchtlingsfragen in Genf wird eine vorläufige Konvention über Flüchtlinge aus dem Deutschen Reich verabschiedet. Und mehr Touristen als je zuvor. In diesem Jahr kommen 35% mehr Touristen aus dem Ausland nach Deutschland als im Vorjahr. Das kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass das dann 36 so ist, dass viele sagen, ach, in Deutschland Urlaub machen, das wäre doch mal was. So, ich hatte mich so auf diesen schönen Tag gefreut. Christa Hoffmann unterhält sich während einer Pause mit einem anderen Mitglied. Ist etwas mit deinen Plänen schiefgegangen? Ja, ich wollte am Wannsee schwimmen gehen, aber es war so voll, dass es kaum Platz zum Stehen gab, geschweige denn zum Schwimmen oder zum Entspannen am Ufer. Es ist unglaublich, wie viele Menschen gerade in Berlin sind. Ah, ich dachte schon. Gut. Dann schauen wir weiter. Was gibt es neu? Also, wir können hier den Sprengstoff stehlen. Mit Risiko sehr hoch. Tanzen gehen können wir immer noch. Informationen können wir kaufen. SA-Aktivitäten beobachten. Hier können wir Flugblätter verteilen. Gefahrenstufe normal. Britischen Geheimdienst informieren. Auch hier können wir Flugblätter verteilen. Und in die Villa einbrechen. Grenzgänger ist noch das eine. Was ist denn mit der Frau, die wir da gerade, als wir das hier aufgemacht haben, getroffen haben? Das scheint hier nicht zu sein. Na gut, aber es ist kein Verfolgungsgrad gestiegen. Das ist gut. Wir haben aber auch nur noch 6 Wochen. Also, wir müssen demzufolge wirklich schnell Flugblätter verteilen. In die Fabrik rein. Dafür brauchen wir 40. Wir haben aber 80. Das ist alles ganz gut. Okay. Sprengstoff. Moment. Also, na gut. Ingenieurin Dorothea Scheuermann weiß, in welchen Steinbrüchen Sprengstoff gelagert werden. In welchen Steinbrüchen. Wir können jetzt Sprengstoff stehlen. Gefahrenstufe natürlich echt ordentlich. Wir brauchen Geheimhaltung und Stärke. Jürgen Schmidt hat noch einen Punkt dazu, der könnte also nochmal Geheimhaltung dazu lernen, finde ich sogar. 4 und 3, beziehungsweise was hat er noch? Propaganda 2, Stärke 3. Ja, wir machen da noch eine Geheimhaltung dazu. So, Sprengstoff stehlen, dann führst du das Ganze an. Geheimhaltung und Stärke. Christa Hoffmann kommt mit. Und eigentlich müsste Georg Waldmann mit. Das führt jetzt zu erhöhter Gefahrenstufe. Ist da irgendeiner besser? Wahrscheinlich nicht. Gefahr wäre bei Wolf Kohl niedriger. Ja. Vielleicht ist es so am besten. Nehmen wir das mal erstmal so an. Wir können es ja nochmal ändern. Und jetzt schauen wir, ob wir auch Flugblätter verteilen können. Von unseren Unterstützern in Tempelhof erfahren wir, an welchen Orten wir Flugblätter hinterlassen sollen, damit möglichst viele Leute sie finden. Flugblätter haben wir. Wir brauchen Geheimhaltung und Propaganda. Das ist eigentlich sogar gar nicht so schlecht von den beiden her. Aber das ist krass. Das ist krass. Ja, und es ermöglicht uns hier Informationen über ein Industriegebiet kaufen und Zugang zu einer Fabrik zu gewinnen. Aber da ist mir die Gefahrenstufe echt fast ein bisschen zu heftig. Aber wir müssen es quasi jetzt machen, ne? 6, 5, 4, 3, am Moment 6. Wenn wir es jetzt nicht machen, hätten wir noch 5, dann ist es 4, das, 3, 2, also zeitlich ist das heftig
Okay, ich schicke diese beiden mit ihren zwei Verfolgungsgradrunden jetzt zum Untertauchen. Ja. Und die anderen holen den Sprengstoff hier aus dem Ding und dann müssen wir uns sehr schnell hier durchbewegen und hoffen, dass das funktioniert. Moment, ich muss noch einmal durchzählen. Also da haben wir noch 5, 4, 3, 2, 1. Ne, es reicht gar nicht. Weil die 0 ist ja dann schon das Ende, richtig? Ha! Okay, dann anders. Dann müssen wir nochmal anders überlegen. Denn vielleicht müssen wir, wenn wir den Sprengstoff jetzt erstmal, das brechen wir jetzt noch einmal ab. Denn das hier ist die Runde, die jetzt mehr Aktionen braucht. Sonst müssen wir ganz am Ende... Achso, nee, halt. Ich wollte euch ja da rausholen einmal. Nein, ich wollte auch keine Informationen kaufen. Ich wollte das hier abbrechen. So. Flugblätter verteilen. Wer kann das denn besser machen als die anderen beiden? Weil das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Wenn wir das so machen, sieht es gar nicht so schlecht aus. So. Schauen wir nochmal, ob der noch was ändert. Ne, der bringt bloß mehr Gefahr dazu. Hm. So finde ich das gar nicht schlecht. Bringt uns auch nochmal ordentlich Unterstützer und eben dieses andere Ding. Dann machen wir das hier zuerst. Und können trotzdem die beiden ins Lager schicken. Ins Lager, sage ich schon. Oh Gott. Also hier zum Untertauchen schicken. Denn dieses Ding kann man dann gleichzeitig vielleicht erledigen. Zu einer anderen Geschichte. Aber das ist das, was länger braucht. Machen wir das so rum. Und ey, ich hoffe, dass das klappt jetzt hier. Mit der Reihenfolge und auch mit der Bombe, weil... Ansonsten hätten wir nur darauf hingearbeitet, quasi sonst nichts anderes gemacht und es klappt nicht. Aber wir müssen das jetzt weiter verfolgen. Okay. 3 verloren, 64 Unterstützer noch, 19 Mark haben sie gespendet. Es geht nach Tempelhof zum Flugblätter verteilen. Nachts verteilt Jürgen Schmidt Flugblätter in Tempelhof. Jemand hat es beobachtet. Wir müssen es weitermachen. Wir verstecken uns mal. Der Augenzeuge geht wieder. Christa und Wolf wurden gesehen. Sie lesen unsere Botschaft. Sie erfahren, dass es immer noch Leute gibt, die sich gegen das Regime aussprechen. 10 Unterstützer dazu, aber ich bin gespannt auf den Verfolgungsgrad. Und Richard Nix und Georg Waldmann haben sich jetzt erstmal hier zurückgezogen. Plus 10 Moral ist ganz gut. Plus 14 insgesamt, also nee, Quatsch, plus 4 insgesamt. 7 Unterstützer nochmal dazu. Das Freundschaftsabkommen mit Österreich. Goebbels verliest im Radio ein Freundschaftsabkommen mit Österreich, in dem vor allem die Anerkennung der österreichischen Unabhängigkeit durch Deutschland garantiert ist. Juden dürfen keine Soldaten werden. Das Kriegsministerium ordnet an, dass Juden nicht in die Wehrmacht eingezogen werden dürfen. Und neuer Flughafen in Frankfurt, in Frankfurt am Main, wird ein neuer Flughafen eröffnet. 12. Juli 1936. Beim heutigen Treffen spricht Christa Hoffmann über ihre Einstellung zu den Olympischen Spielen. Ich bin hin und her gerissen. Einerseits bin ich stolz. Irgendwie möchte ich, dass unsere Athleten gut abschneiden und Gold gewinnen. Und wir sind ja so erfolgreich. Natürlich möchtest du das. Ich freue mich auch für unsere Sportler. Ja, dass ich Hitler ermutige. Ja, nee, ich freue mich auch. Aber wenn das Regime die Siege unserer Athleten als Beweis für die natürliche Überlegenheit der arischen Rasse benutzt, vergiftet er das Ganze nur, sage ich. Christa nickt. Sie verwenden Nationalstolz, um ein Feindbild zu schaffen. Genau, das sage ich. Und wir schauen mal, genau das habe ich befürchtet, in Tempelhof ist jetzt doppelte Kontrolle angesagt. Dadurch werden diese anderen Sachen schwieriger, aber immerhin der Verfolgungsgrad bei Wolf Kohl bei 2, Christa Hoffmann 1, das hält sich noch in Grenzen. Ich habe Schlimmeres erwartet. Gut, den 12. Juli und hoffentlich 2 erfolgreiche Aktionen, nämlich Zugang zur Fabrik trotz Überwachung
und den Sprengstoff stehlen. Oder vielleicht machen wir jetzt halt dann den Sprengstoff erstmal. Ach, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Es wird eng. Wir machen weiter beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.